So, nächster Gegner, TSG 1899 Hoffenheim. Ja, nach diesem Unentschieden gegen den HSV im letzten Spiel wollen wir natürlich heute wieder ein bisschen was mehr machen. Oder beziehungsweise heute mal. Oder heute ein bisschen. Oder im nächsten Spiel ein bisschen mehr Punkten, mehr Tore machen. So. So, dauert jetzt gerade alles einen kleinen Moment, bis das hier fertig ist. Trainingstage, Trainingstage. Ja, wie gesagt, es sind noch 6 Spiele bis zur Winterpause. Wir haben jetzt momentan Rückstand auf die Bayern von. Gut, wie. Klar, Bayern ist für uns wahrscheinlich eh nicht machbar. Aber dafür sind halt diese Partien jetzt gegen den HSV oder auch wieder jetzt um Flavio Jack 750.000. Sehr gut, auch der nächste Transfer ist durch. Ah, Mann, das ärgert mich gerade, dass das Ding nicht gibt. Aber ne, das ist halt das typische FIFA wieder. Ne? Du hast einen Angriff, der Ball eigentlich, das Tor ist frei und der pfeift den Angriff so weg. So, dann dauert alles ein bisschen. So. Ja, wie gesagt, nächster Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim. Das soll, hier wollen wir natürlich was holen, was mitnehmen. So. Dann geht's jetzt los. So, auf geht's. TSG 1899, Hoffenheim als nächsten Gegner. Da wollen wir natürlich wieder 3 Punkte holen, das ist das Wichtigste. Nach diesem, ja. Eigentlich unnötigen, aber verdienten Unentschieden gegen den HSV. Wirklich eine Chance hatten wir nicht. Eine vielleicht.
Bin froh, dass der Lazar das Ding gemacht hat. So. Ah, komm, mach mal rein. Geh mal rein. Herzlich willkommen in der Pre-Zero Arena. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Im Tor ist Oliver Baumann, Justin Hochmann. So, eben kurz die Aufstellung. Mit Sokratis. Dann geht's gleich los. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Es so, auf geht's. Anstoß Hoffenheim. So, auf jeden Fall hier wieder drei Punkte holen, um ein bisschen dran zu bleiben und vor allen Dingen auch den Gegner, der heute, wo wir heute spielen, ein bisschen auf Distanz zu halten, ne? Ja, die Hoffenheimer sind ja direkt relativ nah dran oder sogar vorbei. Ich habe jetzt nämlich nicht auf die aktuelle Tabelle geguckt. Fängt diesen Ball ab. Wie sie momentan stehen, aber ja, wichtig sind drei Punkte erstmal. Da kommt der Pass. Schalke jetzt über. Kein Abseits! Still Rosu! Und 1-0! So funktioniert's! Lucas Alario! So kann's weitergehen. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir. Wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können. Aber wenn ich echt bin, kein Vorwurf an den Keeper. Der hat den schön nach außen weggemacht und da steht halt Lucas Alario, der jetzt heute sein 15. Tor macht. So, erstmal den ersten kleinen Schritt gemacht, noch 7 Minuten. Kobylanski. Alario. Ah, der hat jetzt ein bisschen Tempo gegeben, das ist kein Abseits. Sagt doch der Schiedsrichter nicht. Und dann hat Marco Richter die große, große Chance. Sie geben den Ball ab. Auf das 2-0. De Rosun. Oh, schön gelöst. Der an dem 2 am vorbei am Mann. Sucht die Lücke. Ja. 2-0. Lazar. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach seinem Bock im letzten Spiel beim HSV oder gegen den HSV. Hat er den Elfmeter gemacht zum 1-1 und jetzt macht er auch schon wieder ein Tor. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Er will ihn leider aber erstmal den Rose und der hinten außen alles beschäftigt, was da gerade auf dem Markt ist. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit so. Dem, was seine
Ja gut, wichtig ist doch mal auch ein bisschen was finanziell reinkommen. Wie gesagt, 35 Millionen von Mustafi. Becker haben wir Gott sei Dank noch abgewendet. Der bleibt. Hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Oder steht zumindest noch in der Schwebe. Aber Cardiff hat gesagt, nö, ist nicht. Bisher ist, aber ich glaube, der Vertrag ist dann verlängert worden. Und das ist gar nicht so unwichtig. Weil wenn ich ehrlich bin, der Becker hat sich da hinten auf der rechten Seite sehr sowas von festgebaut. Lucas Alario. Gut gemacht, der Rose und Lucas Alario. 3-0. 20. Minute. Das ist der Rose, der auch da so viel Power macht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 16, Javairo Durazo. Also 23 Minuten gespielt. Es steht 0-3 für die Gäste. Weg ist der Ball. Also den nächsten Schritt zumindest aus dieser Mini-Krise gemacht. Ja, gut. Ah, schade. Da war gut aufgepasst, der Verteidiger. Also nochmal zum Becker zurück, der hat sich hinten auf der rechten Seite festgespielt. Karl Rahlberg, das wo ich heute so als Stürmspieler von Hoffenheim geholt wurde, sitzt heute nur auf der Bank. Und Ballverlust. Nee, den Ball. Becker, da ist er nämlich am Ball. Timo Becker. Und solche Pässe spielt auch der Junge nur. Der ist also ein guter junger Mann auf jeden Fall, der auch definitiv in der neuen Saison in der zweiten Liga mit dabei sein darf. Und Richter, der auch mal im Gespräch war, aber nicht gekommen ist. Und ich habe ihm dann nur mal gesagt, ich hole ihn mir. Hat den Krüger da außen verdrängt. Dennis Geiger. Geiger. Dabur. Munas Dabur. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Auch in Salzburg ewig gespielt, gut getroffen immer wieder. Latzer. Auf den freue ich mich, das wird ein guter Kämpfer da auf jeden Fall werden als Sechser. Bin mal gespannt, wie die neue Saison in der zweiten Liga wird, ne? Das ist immer nicht ganz einfach. Kolasinac. Und da weiß man auch noch nicht, bleibt der überhaupt? Bleibt der Hund da da vorne drin? Gut, 3 Neuzugänge oder 4 Neuzugänge sind zumindest immer in der Schwebe. Ich weiß jetzt gerade den Viert nicht. Dosun ist wohl ziemlich durch. Dann Schonlau von der SC Paderborn und Hübers Hannover. Und den Vierten kriege ich gerade nicht auf dem Schirm. Oh. Aber dann ist es das nächste Tor. Und es ist Kurbelanski. 4-0. Wieder so ein Glück. Also Pech für Baumann, der zwei Dinger nach zur Seite schlägt und trotzdem dann quasi der Rebound drin ist. Tor Nummer 4. Formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Also, wie gesagt, wieder mal ein bisschen reinkommen. Er hat zwei frühe Tore und dann sieht das gar nicht so schlecht aus alles. Und es ist jetzt Pause. Carlos Fernandes. Und er gewinnt den Zweikampf. Kleines Pause. Der Spielstand überrascht schon ein klein wenig. Aber jetzt ist erstmal Pause. Ein beruhigender Vorsprung zur Pause. Buschi, wie sieht dein Fazit aus? Ja, eine ganz klare Sache ist das bisher. Und wenn sie weiter konzentriert bleiben, dann sind sie heute nicht zu schlagen. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Da kommt der Pass. Schalke jetzt über außen. Javairo Durazo.
So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Sucht die Lücke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Super dieses Zuspiel. Gute Chance. Also das waren die Halbzeit der Highlights der ersten Halbzeit und es geht jetzt gleich weiter mit der zweiten Hälfte. Und zwar jetzt. Die Schalker sind bisher gut drauf. Sie liegen hier auch vorne. Jetzt geht's mit der zweiten Hälfte Richter. Weiter. Schalke jetzt über außen. So, Kratis kam nicht mit. Und überhaupt nicht in den Zweikampf. Richter, der einfach mal alle ausspielen lässt. Und dann ein bisschen ganz Glück, aber. Und das gibt Abstoß. Abstoß, okay, ja, Lario, der hat den vorbeigeschoben, okay. Der vielleicht sogar noch ein bisschen reinkam in diese. In diese Situation. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimme. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen reagieren sollen. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an. Für Hoffenheim. Dann geht in Wolfsburg. Guck mal, der nächste Gegner. Oh, nein. Jetzt nimmt das alleine mit allen. Ah. Weiter gefährlich. Und dann Marco Richter wieder. Auch der ist überall momentan zu finden. Heute läuft auf jeden Fall besser bei ihm. Jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Ja, Hoffenheim macht es richtig. Die gehen rein in dieses Pressing. Und dann geht's. Kommt aber raus, die Schalker. Die kommen da gut raus aus dieser Situation. Ach. Nicht rein, nicht ganz ungefährlich. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Yusuf Yassigi. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Und da verlieren sie den Ball. Wichtiger Hinweis. Bitte beachten Sie unsere Regelungen zur Mitnahme von Speisen und Getränken. So, und es müsste kein Absatz gewesen sein. Oh, das war auch kein Absatz. Ja, lässt laufen und da steht dann 5:0 für die Gäste. Das war kein Dankstück der Abwehr, wir sehen es hier in der Wiederholung. Wir lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Ja. Jetzt steht es 5:0. So, können wir auch gleich mal wechseln. Dabur. Jawohl, gut gemacht, Nassim Bujelab da. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der das ohne Probleme bisher löst. Bujelab, Marco Richter ja, auch. Über den läuft viel. Kobylanski kommt überhaupt nicht in diesen Ball, weil der Verteidiger da aufpasst, der Hoffenheimer. Und ja, der ist weg. Jetzt wissen wir, mit wem ist Schalke als Bayer Leverkusen ist der nächste Gegner in der nächsten Folge. Alles klar. Leverkusen im nächsten Spiel in der Bundesliga. Gute Chance. Das ist doch gefährlich. Und nein, nicht das nächste Tor. 76. Minute. Marco Richter, den wollen wir auch seine Chance mal ein bisschen nutzen. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Ja. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Richtig. Und das ist heute deutlich besser als was der, gut, vom Gegner her. Es liegt aber auch ein bisschen am Gegner, an der Taktik und alles drum und dran, ja. Ganz gut gelöst davon nochmal. Das war ganz, ganz wichtig, weil der wäre nämlich durch und weg gewesen. Wir haben noch gute
10 Minuten. Timo Becker, der den Verteidiger der Hoffenheimer da stehen lässt. Becker, super gelöst. Lukas Alario. Alario. Gute Chance für eine Flanke. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Und Alario. Einfach oben in den Knick, 6-0. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen wir zu. Das rächt sich. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ah, ich hätte jetzt durchwechseln können. Vielleicht kriege ich nochmal einen hin. Warte mal, ich mach das jetzt, damit ich dann alles mal erledigt habe. So, wer wollte spielen unbedingt von Anfang an? Ja, Dings spielt nicht, ja. Hier, Dings sitzt gar nicht auf der Bank. So, was waren ja als neuer Zehner jetzt? Sokratis. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Carlos Fernandes. Die Defensive steht. Kobylanski. Und Alario. Macht er sogar noch ein siebtes Tor für die Schalke heute? Ja. Der ist heute nicht zu halten. Nichts für den Verteidiger zu tun. So, das ist Fito Nummer 17 und jetzt wechseln sie durch. Auf jeden Fall funktioniert es heute. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Also 3-0 in Köln, 1-1 gegen den HSV, 6-0. Gegen Hoffenheim. Davor gab es ja dieses 18-0 im Pokal gegen die Unterharing. Also momentan läuft es so ein bisschen. Ein Tor in den letzten vier Spielen kassiert. Also soweit wieder ein bisschen drin. Da kommt der Pass. Schalke jetzt über außen. So, machen wir weiter. Nächstes Spiel heißt dann... Was ist denn der nächste Gegner überhaupt? Weiß ich gerade gar nicht. Haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Ja, Ludi, aber du bist ein bisschen enttäuscht, ja. Ja. Genau. So, haben wir einen zweiten, 5 Punkte, wie gesagt, hinter den Bayern. Die sind immer noch vorne weg. Wir sind jetzt gut dabei. Ich bin zufrieden. 24 Punkte nach 12 Spielen. Das ist ein 2,0er Schnitt. Das ist ganz in Ordnung. Als Aufsteiger definitiv. Ja, dann würde ich sagen, mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, wer der nächste Gegner ist.